Okay, wir sind in der achten. Wir beschäftigen uns heute mit einigen Tricks, ich sag mal Gesetze und Regeln. Das ist ja nett, aber es geht um Potenzen. Eine Potenz ist sowas hier. Wenn ich zum Beispiel schreibe 3 hoch 2, dann ist das nicht 6, sondern dahinter steckt dieser Exponent, das nennt sich Basis. Dieser Exponent sagt, die 3 ist mit sich selber zu multiplizieren. Wenn ich 3 hoch 4 hinschreibe, heißt das, ich muss diese 3 viermal mit sich selber multiplizieren. Mehr ist es nicht. Eigentlich ganz piepel leicht. Wir nehmen ein anderes Beispiel. 4 hoch 2 ist demzufolge als Ergebnis 16, weil es heißt nämlich 4 mal 4, ganz genau. 4 hoch 3 ist nicht 12, sondern. Ja, so. Genau, einfach cool bleiben. 4 mal 4 mal 4. Man muss nicht sofort das Ergebnis wissen. Irgendwann hat man das dann drauf. Das ist nicht das Problem. Aber das steckt dahinter. Jetzt kommt die erste Regel, die allererste Regel bei der ganzen Geschichte. Ich schreibe mal 3 hoch 2 mal 3 hoch 3. Wenn ich das ausschreibe, ich muss mir die Regel nämlich gar nicht merken, wenn ich das ausschreibe, steht hier 3 mal 3, das war dieses, mal, das ist dieses Mal, das schreibe ich ab. Und jetzt kommt dazu, nehmen wir grün, 3 mal 3 mal 3. Logisch? Hier gibt es eine Frage. Ganz genau, das ist das Problem. Ich kann nämlich wie folgt vorgehen. Ich kann auch sagen, da steht in unserem Tafelwerk steht zum Beispiel a hoch n mal a hoch m. Da die Basis gleich ist, bezeichne ich die auch mit dem gleichen Buchstaben. Da aber der Exponent unterschiedlich ist, habe ich hier verschiedene Buchstaben, ist gleich a hoch m plus n. Man kann das auswendig lernen, aber ich finde es ein bisschen, wie sage ich gerne, Schmuck am Nachthemd. Guckt euch mal das an. Was steht hier, was steckt hier dahinter? Hier, diese Exponenten, die werden addiert. Ja, na klar. Aber warum? Ganz einfach. 3 hoch 2 schreibe ich als 3 mal 3. 3 hoch 3 schreibe ich als 3 mal 3 mal 3. Und wenn ich jetzt abzähle, wie oft steht denn die 3 da, dann sage ich 1, 2, 3, 4, 5. Also kann ich das ganz getrost hier zusammenfassen als 3 hoch 5. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist das ganz leicht zu merken. Logisch? Freut mich. Machen wir mal weiter. Wir machen dann ein paar Übungen dazu, damit das sichere sitzt. Ich kann das sogar so übertreiben, ohne dass ich drüber nachdenke. 3 hoch 1 halb mal 3 hoch 3 halbe. Jetzt lässt sich ein bisschen schwer machen. Ne? Wie schreibe ich ein 3 hoch 1 halb? Eine halbe 3? Das geht nicht. Aber wenn ich mir diese Regel klar mache, dann schreibe ich, na und? 3 hoch, 1 halb und 3 halb sind 4 halbe. Und wenn ich das hier oben kürze, dann steht hier eine 2 und hier eine 1. Dann kann ich hierzu auch sagen 2. Also heißt das 3 hoch 2. Logisch? Machen wir eine Pause. Ist eigentlich ganz leicht, ne? Ich muss allerdings wissen, warum. Weil 3 hoch 2 mal 3 hoch 3 ergibt. So oft hingeschrieben. Das klappt bloß nicht mit dem 1 halb. Ich weiß nicht, wie ich 3 hoch 1 halb hinschreiben soll. Hier gibt es eine Frage. Das geht aber nicht, wenn ich Folgendes mache. Das mache ich mal jetzt in Rot. Es geht nicht. Also, wenn ich sage 2 hoch 2 mal 3 hoch 4. Ach so, 2 plus 4 ist 6. Das ist dann 2 mal 3 ist 6 hoch 6 hoch 6. Nee. Kontrollieren wir mal. Also, das geht nicht. Kontrollieren wir mal, was passiert. 2 hoch 2 heißt 2 mal 2. Und jetzt steht hier 3 hoch 4. Also 3 mal 3 mal 3 mal 3. Das ist 4. Das ist 9. Das ist auch 9. So kann man sich rantasten. 9 mal 9 ist 81. Jetzt 4 mal 81 ist 324. Also, das würde so gehen, nicht gehen. 6 hoch 6 hieße nämlich. 6 mal 6 ist schon 36. Mal 6 mal 6 ist wieder 36 mal 6 mal 6. Ne? 4 Sechsen. Das ist 36, das ist 36, das ist 36, das ist auf jeden Fall mehr.
Denn 30 mal 30 ist schon 900. Ne? Also das hier so zu machen, das geht nicht. Warum? Ich schreibe mal hin, denn, falls mal jemand nachguckt, denn das und das widersprechen sich total. Und 36 mal 36 und dann nochmal 36 wird noch schlimmer. Ne? Bloß mal überschlagen. 30 mal 30 ist 900 mal 30 werden dann schon, oh, das explodiert. Oh. Gut, wir machen mal ein paar Übungsaufgaben dazu. Hier haben wir die Übung. Also jetzt ganz stur sein. Einfach dran denken, was macht man? Die Basen sind gleich. Wenn sie gleich sind, kann ich und so weiter und so fort. So, macht zu Hause, wenn ihr das noch nie gesehen habt, Pause und macht diese Schreibübung. Man muss es schreiben üben. Was ich vorhin in der Freude vergessen habe, ich komme auch dann darauf nochmal, warum das nötig ist. Einhalb, also Brüche grundsätzlich in Klammern schreiben. Erstens schafft eine Klammer mehr Übersicht, aber der richtige Grund, der wird dann noch gesagt. Ist also 1,5 hoch 7, ist nichts Besonderes. Das ist 7 hoch 7, ist auch nicht schlimm. 0,5 und 3,5 ist 4, also 5 hoch 4. Das kann man jetzt ausrechnen. Das wäre 625, denn hier steckt 5 mal 5 mal 5 mal 5. 5 mal 5 ist 25, nochmal 25, 25 mal 25, 625. Und hier habe ich den Exponenten weggelassen, denn ich könnte hier ganz leise hinschreiben, ich mache es mal in Grau, 6 hoch 1. Aber die 1, die kann ich mir schenken, denn etwas mit sich selbst nur einmal hingeschrieben, bleibt nur die Zahl selber. Ein Viertel plus drei Viertel ist nämlich 1. Dürfte keine große Überraschung sein. Machen wir mal was anderes. Was würde denn passieren? Was schätzt ihr, was passiert, wenn ich Folgendes tue? 4 hoch 5 geteilt durch 4 hoch 3. Was müsste das ergeben? Genau, das ist 4 hoch 2. Die Antworten waren alle richtig, auch die Begründung ist richtig. Die allereinfachste Begründung ist die. 4 hoch 5 heißt 4 mal 4 mal 4 mal 4 und nochmal 4. Geteilt durch 4 mal 4 mal 4. Und wenn ich jetzt kürze, habe ich hier eine 1 und eine 1 und nochmal. Ich könnte mir auch eine andere 4 von denen schnappen. Was bleibt übrig? Das hier. Also, zusammengefasst ist das wieder 4 hoch 2. Naja, 4 mal 4 ist 16, das weiß jeder, ne? Genau das Gleiche würde passieren, wenn ich sage, 3 hoch, 3 hoch 3,5 geteilt durch 3 hoch 0,5. Wir haben nämlich eins gemerkt. Hier steckt dieses komische Potenzgesetz dahinter. A hoch n geteilt durch a hoch m. Oder m durch n, ist ganz egal, ist unterm Strich a hoch n minus m. Aber ich schlage vor, wir merken uns das gar nicht erst in Buchstabenform, sonst müssen wir uns zu viel auswendig lernen. Aber letztendlich steckt es dahinter. Man kann sich so immer wieder alle Gesetze klar machen. Ich verrate jetzt was, ich bin zu faul, mir diese ganzen Buchstabengesetze zu merken. Ich leite sie mir ganz kurz her, wenn ich sie mal nicht sicher weiß. So. Was wird hier passieren? 3,5 minus 0,5 ist demzufolge 3 hoch 3. Genau. Machen wir eine Schreibübung wieder dazu, damit wir sicher werden. Wieder Übung. Ich schreibe dir erstmal hin. Hier die Übung. Also ganz stur bitte anwenden. Wenn man weiß, wie es geht, dann macht man das hier ganz stur. 4 hoch 3 durch 4 hoch 7. 4 hoch 9, Entschuldigung. 4 hoch 9 durch 4 hoch 7, 5 hoch 2 durch 5, 4 hoch 2 mal 4 hoch 7 oben auf dem Bruchstrich, unten drunter 4 hoch 5, 6 hoch 3 mal 6 hoch minus 3, eiskalt addieren bitte und dann entsprechend handeln nach dem Potenzgesetz hier. So. 4 hoch 9, 4 hoch 9 sollte es sein. Keine Besonderheit, einfach voneinander abziehen, 9 minus 7 ist 2, also 4 hoch 2. Das wäre dieses Ergebnis. 5 hoch 2 durch 5 hoch 1 ist eigentlich 5. Gesundheit. Ich kann es mir immer, letzten Endes kann ich es mir immer so herleiten, indem ich das so entsprechend hinschreibe, wenn ich es mal nicht weiß. Wenn ich mir das überlege, ist das 4 hoch 9 minus 4 hoch 5, 4 hoch 4. Ich kann auch erst abziehen und dann nochmal 4 hoch 2 nehmen. Also 4 hoch 7 minus, 4 hoch 7 minus 5, 4 hoch 7 minus 5, so betont. Und dann ist das 4 hoch 2 und das mal 4 hoch 2 ist auch 4 hoch 4. So oder so, es geht. Hier sieht es ein bisschen knifflig aus, wenn ich Angst habe,
Dann mache ich es wieder ganz tippeltappeltur. 6 plus minus 3 ist 6 hoch 3 durch 6 hoch 2 ist 6. Einverstanden? 6 hoch 1 kannst du auch schreiben, ist nicht schlimm. So, hier haben wir die Ergebnisse. Jetzt gab es natürlich Zwischenfragen. Was passiert denn, wenn ich das so mache? Nehmen wir uns wieder ganz einfache Zahlen. Wir können das mit Kommazahlen, mit allen möglichen Mist hinschreiben. Das ist jetzt unwichtig. Was passiert, wenn da steht, meinetwegen, 2 hoch 3 geteilt durch 2 hoch 5? Da muss ich ja ganz stur sein, da muss ich ja sagen, das ist 2 hoch. Jetzt setze ich es 3 minus 5. Und das ist 2 hoch minus 2. Bis dahin klar, ne? Aber was bedeutet das? Hm. 2 hoch minus 2. Wir schnappen uns nochmal diesen. Ja, wir schnappen uns nochmal diesen Bruch und gucken uns den nochmal an. Das ist, also dieses Ding hier, der Gerät. 2 mal 2 mal 2. Unten drunter, jetzt mal ganz stur, zum Herleiten, damit wir wissen, warum das passiert. Na gut, das sieht ja gut aus. Kürz, 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 sehr schön, kürz, kürz. Das ist beim besten Willen, hier oben stehen lauter Einsen, 1 durch 2 hoch 2, fassen wir es zusammen. Jetzt müsste was klar werden. 2 hoch minus 2 bedeutet 1 durch 2 hoch 2. Ganz cool gemacht. Hier so ausgerechnet, hingeschrieben. Und jetzt kommt die Frage. 2 hoch etwas minus 2 hoch minus irgendwas bedeutet, der ganze Kram rutscht unter den Bruchstrich. Warum? Wir haben hier nochmal gekürzt, hier oben. 1 mal 1 mal 1 ist 1. Hier unten drunter steht noch übrig eine 1. Egal. Mal 2 mal 2. 2 mal 2 ist aber 2 hoch 2. Also heißt, das eine hier genau das. Dann heißt also zum Beispiel 10 hoch minus 1, was heißt das dann? Ganz genau, ein Zehntel. 1 durch 10 hoch 1, ne, die lasse ich jetzt aber weg. Ein Zehntel, ganz genau. Dann heißt 2 hoch minus 3, ausrechnen bitte. Das heißt, richtig, 1 durch 2 hoch 3. Extra eine Pause lassen, sonst wenn ich sage 1 durch 2 hoch 3, heißt das 1 durch 2, 1,5, insgesamt hoch 3, das wäre Mist. Das ist aber ein Achtel. Das ist das Ergebnis davon. Gut, weitere Übung. Manchmal sieht man, wenn jemand sagt, ja, die Toleranz darf nur, Moment, hier hat es geklopft. Jetzt setzen wir einen drauf. Wenn wir gesagt haben, 1 durch 2 hoch 3 könnte ich auch ausdrücken als 2 hoch minus 3. Das wäre jetzt hier die Umkehrung des Ganzen. Hier. Was ist denn dann, wenn da steht, 1 geteilt durch 2 hoch minus 3. Was ist denn das dann? Ganz genau, das war eine sehr schöne Schlussfolgerung. Jetzt machen wir es mal ausführlich. Das heißt ja, ausführlich gesehen, 1 durch 2 hoch 3. Und dann kam auch die ganz schicke Begründung oder eine kleine Regel, ein kleiner Trick, durch ist mal. Mit anderen Worten, wir können es gleich so schreiben als 2 hoch 3. Donnerwetter. Fein. Dann bedeutet also, was, wie, welches. Machen wir mal eine Übung. Schnappt euer Heft und ich schreibe mal ein paar Aufgaben auf. Schnell. Also 2 hoch 3 durch 2 hoch minus 3 ist demzufolge und so weiter. Ich glaube, das ist lesbar. Hier habe ich allerdings jetzt bloß noch mit Buchstaben, also mit Variablen, was hingeschrieben. Auch 2 durch auch 3, x hoch 5 durch x hoch minus 3. Y hoch 7 durch Y hoch minus 8 und so weiter. Wieder Pause-Taste drücken zu Hause, ausrechnen und dann fertig. Ich gebe mal einen Tipp, damit es leichter geht. Ja. Ich schreibe das nochmal, das hier. Das schreibe ich nochmal hier oben hin. 2 hoch 3 geteilt durch 2 hoch minus 3. Ne? Nochmal hier rangehen. Dann kann man wie folgt vorgehen. Dann kann man sagen, wenn
Das durch mal wird, kann ich gleich sagen, ist 2 hoch 3, das ist das hier oben. Und durch ist mal 2 hoch 3. Geht. Anders, man kann sich es auch so merken, nochmal, auf eine andere Art. 2 hoch 3 geteilt durch 2 hoch minus 3. Man sagt einfach, das Minus, das bringt das Ding von der einen Seite des Bruchstrichs, nämlich von der unteren auf die obere. Oder, wenn es oben stand, auf die untere. Und dann sage ich, okay, dieses hier, das lasse ich stehen. Das ist 2 hoch 3. Das steht auf dem Bruchstrich. Das hier kommt hoch, mal 2 hoch 3. Das 2 hoch 6 weiß ich auch. Das ist jetzt nicht das Problem, was dahinter steckt. Nicht klar? Also ist das 2 hoch 6. Okay. Jetzt wende ich, kleinen Moment, jetzt wende ich das mal hier ganz eisekalt an. 3 hoch 4 schreibe ich nochmal hin. Das steht schon auf dem Bruchstrich. 3 hoch minus 1 schiebe ich unter den Bruchstrich. Das ist das jetzt. Das mache ich mal. 3 hoch minus 1 schreibe ich als 3 hier unten drunter. 3 hoch minus 5 heißt, dieses Minus schickt mir das Ding wieder auf die andere Seite des Bruchstriches, nämlich auf die obere. Und jetzt kann ich wieder cool handeln. Jetzt gibt's Fragen. Okay, machen wir es jetzt mal ganz stur. Wir schnappen uns nochmal diesen Term hier. In lila den. Den. Und gucken uns das nochmal an. Der blaue, was wird aus dem blauen? Und was wird aus dem grünen? Aus blau und grün wird? Also, 3 hoch 4. 4 plus minus 1 ist 3 hoch 3. Das wird 3 hoch 3. Hier oben. Hier unten steht immer noch unser 3 hoch minus 5. Jetzt sind wir wieder ganz eisekalt und sagen, die muss ich ja voneinander abziehen. 3 minus minus 5 ist, aha, also ergibt es 3 hoch 8. Habe ich nichts dagegen. Probieren wir es jetzt mal hier aus. 4 plus 5 ist 9, minus 1. Dann passt es wieder, ne? Ja, ist aber richtig. Ja, ja. Man kann auch ganz eisekalt so rangehen, ganz genau. Wunderbar. Wir haben uns hier klar gemacht, a hoch 2 durch a hoch 3 ist a hoch minus 1, weil 2 minus 3 minus 1 ergibt. Beziehungsweise ein Artel, ne? Mal ganz frech gesagt. Ist ja dasselbe. X hoch 5 durch x hoch minus 3 ergibt 5 minus minus 3 ist 8. Oder ich sage einfach, das wird sowieso nach oben geschoben. Und dann kann ich sagen, 5 plus 3, ne? So geht es auch. Und hier waren wir uns einig, das ist y, aus verschiedenen Gründen. Entweder ich schicke das y hoch minus 7 nach unten, dann heißt das, und das y hoch minus 8 nach oben, dann sieht das so aus. Dann ist es vielleicht für manchen leichter zu rechnen, 8 minus 7 ist 1, also y kommt auf jeden Fall raus. Oder ich sage ganz einfach, minus 7 minus minus 8, minus minus ist plus, so wie durch mal ist. Minus 7, minus minus 8, also minus 7 plus 8 ist auch 1, also y hoch 1. Das kann man sich dann wieder checken. Ja! Machen wir noch ein paar kleine Übungen dazu, aber die machen wir dann im nächsten Video. Ich mache hier an der Stelle erstmal mit dem Video dicht mit einem freundlichen...